Moin ihr Alunken, mein Name ist Endenburg und heute gibt es ein Video, das ich mir selber gewünscht hätte, als ich damals Ende 2017 noch voller Unschuld das erste Mal Final Fantasy XIV installierte. Das Ganze geschieht im Rahmen meiner Kooperation mit Square und soll Neulingen ein paar Dinge erklären und Tipps geben, was es beim Start der Reise durch Final Fantasy XIV so zu beachten gibt. Quasi ein Best of dessen, was ich in all den Jahren mit Blick auf diese Frage so gelernt habe. Viele der insgesamt 10 Punkte, die ich in diesem Video präsentieren werde, haben zumindest mir sehr geholfen und meine Spielzeit erheblich angenehmer gestaltet oder mir einiges an Zeit erspart. Wir beginnen mal mit dem ersten Punkt und das ist die kostenlose Testversion. Zugegeben, für diejenigen, die bereits spielen, ist das vermutlich nicht mehr so relevant, aber wenn ihr noch vor der Entscheidung steht, ob ihr in Final Fantasy mal reinschnuppern wollt oder einen Freund, eine Freundin, den Vater, die Stiefmutter oder den Postboten überreden wollt, gemeinsam mit euch zu spielen, dann ist das Free-Trial-Angebot ziemlich unschlagbar. Über die Testversion könnt ihr gratis bis Level 60 spielen und sowohl das Base-Game Realm Reborn als auch die erste Erweiterung Heavensward komplett zocken. Die Spieldauer ist dabei unbegrenzt und ermöglicht euch so einen wirklich umfassenden Eindruck vom MMO zu bekommen, bevor ihr auch nur einen einzigen Cent dafür ausgeben müsst. Den Link zur kostenlosen Testphase packe ich euch übrigens in die Videobeschreibung. Bevor ihr dann eure ersten Schritte durch Eorzea wagt, müsst ihr aber natürlich noch eine Klasse auswählen und das bringt uns zu Punkt Nummer 2, dem Klassensystem von Final Fantasy. Vielleicht habt ihr euch ja vor diesem Video hier schon mal angeschaut, welche Klassen oder Jobs im MMO so zur Verfügung stehen und wundert euch dann, dass ihr die, die ihr geplant hattet zu wählen, gar nicht aussuchen könnt. Tatsächlich stehen zu Beginn nur die physischen Ausrichtungen Gladiator, Faustkämpfer, Marodeur, Pikenier und Waldläufer sowie die magischen Disziplinen Druide, Taumaturg und Hermetiker zur Verfügung. Die Klassen, die ihr am Ende spielen werdet, entwickeln sich erst aus diesen Starterklassen, wie zum Beispiel der Dragoon aus dem Pikenier oder der Barde aus dem Waldläufer. Oder aber es sind Klassen, für die erst ein gewisses Level mit einer anderen Klasse erreicht werden muss, so zum Beispiel beim Samurai oder beim Tänzer. Informiert euch also, welche Vorklassen oder Bedingungen für eure angepeilte Lieblingsklasse vonnöten sind und geht das Ganze ansonsten komplett entspannt und stressfrei an, denn in Final Fantasy XIV kann man ja mit einem Charakter jede Klasse annehmen und problemlos jederzeit zwischen den Ausrichtungen hin und her wechseln. Fühlt euch also frei, auch ein bisschen rumzuprobieren, das habe ich persönlich sehr viel gemacht und hatte sehr viel Spaß dabei, denn wie gesagt, die Klassen trägt man wie so ein Outfit und ist eben nicht daran gebunden. Soviel zu den Klassen, kommen wir nun zu Punkt 3, dem Kampfsystem. Final Fantasy XIV nutzt ein Tap-Target-System und gerade zu Beginn, so ging es zumindest mir, will das Ganze nicht so richtig in Gang kommen. Gerade wenn man von schnelleren Tap-Target-MMOs kommt, fühlen sich die längeren Global Cooldowns zum Start von Final Fantasy XIV wirklich nicht gut an. Das wäre eigentlich auch so ein Punkt, den man mal optimieren könnte, nachdem in der Vergangenheit bereits die Questerfahrung und die Dungeons, beide übrigens sehr erfolgreich, überarbeitet wurden. Das Kampfsystem jedenfalls ist zu Beginn ziemlich zäh. Im Rahmen eurer Scharmützel gegen Marienkäfer, Eichhörnchen und andere blutrünstige Bestien werden euch nur wenige Skills zur Verfügung stehen, die zudem auch alle eine sehr lange Abklingzeit mitbringen. Hier ist also leider Geduld gefragt. Das Kampfsystem von Final Fantasy XIV wird so spätestens ab Level 50-60 richtig gut, da immer mehr Fähigkeiten hinzukommen, die vom Global Cooldown befreit sind und zwischen den normalen Skills als Filler gewirkt werden können, und auch die klassenspezifischen Mechaniken kommen ab diesem Punkt endlich zum Tragen. Im Endgame von Final Fantasy XIV ist das Combat alles andere als langsam oder eindimensional und wird richtig, richtig gut. Zu Beginn aber muss man leider einfach Geduld haben und am Ball bleiben. Ich hoffe, dass das bald mal überarbeitet wird, denn es quält sich ja auch niemand gern durch 40 Episoden uninspirierter Dialoge und ausgelutschter Plotlines, nur weil die Serie ab Staffel 3 richtig geil wird. Das gilt auch für MMOs, liebe Videospielindustrie. Der vierte Punkt betrifft eigentlich nur eine Kleinigkeit, die aber sehr nützlich und hilfreich sein kann und zudem direkt mit dem Kampfsystem verbunden ist. Daher nutze ich mal die natürliche Überleitung und komme zur Anzeige der Fähigkeiten im Menü. Diese sieht standardmäßig aus wie meine Schreibtischschublade, also eine reichlich ungeordnete und unübersichtliche Anzeige sämtlicher Skills, die ihr so im Repertoire habt. Wenn ihr allerdings auf diesen Button hier klickt, dann sortiert sich plötzlich die Übersicht und zeigt zum Beispiel Ketten von Skills an. Da in Final Fantasy diese Ketten eine große Rolle spielen und Fähigkeiten gerne mal aufeinander aufbauen, ist das gerade für Neulinge eine relativ praktische Nummer. Von mir gibt's definitiv eine Empfehlung, das umzustellen.
Punkt 5 tangiert ebenfalls wieder das Thema Übersichtlichkeit, aber diesmal auf andere Weise, denn es geht um das Interface. Wie es sich für ein modernes MMO gehört, ist das UI von Final Fantasy XIV natürlich komplett individualisierbar. Und wie genau ihr die Elemente anordnen wollt, ist natürlich ganz eurem persönlichen Geschmack überlassen. Wofür ich euch aber sensibilisieren möchte, ist diese zunächst unscheinbar anmutende Leiste hier. Die sieht erstmal nach nicht viel aus, ist aber im Grunde übersetzbar mit "Schau auf mich oder du stirbst eines qualvollen und überaus peinlichen Todes". Wenn ihr also nicht wollt, dass der Heiler euch hasst und die Gruppe um eure Schande weiß, zieht diese Leiste hier mit dem unscheinbaren Namen Ziel-Fortschrittsbalken auf die maximalen 200% Größe. Denn das ist die Castleiste der Bosse und die wollt ihr sehen. Da wollt ihr darauf reagieren können, wenn der Meteor vom Himmel fällt und nur das Kuscheln mit dem Felsbrocken euch vor der Schande einer Wiederbelebung bewahrt. Für den 6. Punkt in diesem Video möchte ich euch in ein Szenario entführen, das ihr vielleicht so oder so ähnlich schon mal erlebt habt. Euer Kumpel Lukas hat sich seit 2 Jahren nicht mehr bei euch gemeldet, findet aber durchaus die Zeit, euch bei Twitter zu stalken und hat dort gesehen, dass ihr seit jüngstem dem offiziellen Final Fantasy XIV Account folgt. Plötzlich klappt das doch wieder ganz gut mit dem Melden und es heißt, ey, lass mal zusammen zocken. Und genau an diesem Punkt kommt natürlich eine Frage ins Spiel, die so alt ist wie Raum, Zeit und Erdnüsse. Auf welchem Server bist du eigentlich? In Final Fantasy XIV ist die Antwort auf diese Frage mittlerweile zum Glück relativ egal, denn dank einem Feature namens Weltenreise, die über die Ätheriten in den Städten gestartet werden kann, könnt ihr jederzeit auf den Server eures Freundes wechseln. Falls dieser auf dem Datenzentrum Chaos beheimatet sein sollte, ihr hingegen auf Licht, ist ebenfalls ein Besuch vom Menü aus möglich, dafür einfach Rechtsklick auf den Charakternamen und dann den entsprechenden Punkt wählen. Und apropos Zusammenspielen, das Scaling-System von Final Fantasy XIV, Punkt Nummer 7. Denn wenn besagter Kompagnon schon weit fortgeschritten ist, ihr aber gerade erst Level 20 erreicht habt, könnt ihr trotzdem gemeinsam durch Dungeons laufen und dabei dann klären, warum man sich 2 Jahre lang nicht gehört hat und wie schön es doch ist, dass MMOs die Menschen verbinden. Solange du selber das ausreichende Mindestlevel mitbringst, können all deine Freunde die Inis mitlaufen und werden dabei einfach auf deinen Levelbereich runterskaliert. Das kann zu Beginn hier und da schon mal ein wenig irritieren, weil dann plötzlich Fähigkeiten nicht mehr zur Verfügung stehen, die man von seinem eigenen Spielfortschritt eigentlich gewohnt ist. Trotzdem ist das aber eine sehr gelungene und unkomplizierte Handhabung, ohne Barrieren und massives Zeitinvestment früh ein gemeinsames Spielen zu ermöglichen. Der 8. Punkt ist wieder ein kleinerer Tipp, der aber ebenfalls mein Leben in Final Fantasy XIV massiv erleichtert hat und den ich mir eigentlich als Branchenstandard in allen MMOs wünschen würde: der Ausrüstung optimieren Button. Der tut nämlich genau das, was die Bezeichnung schon suggeriert und equippt automatisch die Ausrüstungsteile in euren Taschen mit der höchstmöglichen Stufe. Gut, zugegebenermaßen ist das bei Final Fantasy auch besonders vonnöten, denn das geschmeidige Wechseln der Klassen kann schon mal ein wenig Gear-Chaos mit sich bringen. Und auch dafür gibt es eine Speichermöglichkeit, nämlich die Ausrüstungssets, die ich festhalten kann. Jedoch müssen diese stets aktualisiert werden, wenn die Ausrüstung sich verändert und neue Teile dazukommen. Und ehrlicherweise ist es bei mir meistens outdated. Trotzdem ein schönes Quality-of-Life-Feature. Und gerade für Beginner ist der Ausrüstung-Optimieren-Knopf euer bester Freund in allen Lebenslagen. Zumindest wenn man wie ich eine Tendenz zur Orientierungslosigkeit mitbringt. Der 9. und vorletzte Punkt dreht sich vor allem um die Frage, wie ihr schnell und effizient leveln könnt, wenn ihr dann irgendwann eine 2. oder 3. Klasse hochziehen möchtet. Dafür stehen zum einen klassische Daily-Belohnungen bereit, zum Beispiel das erste tägliche Absolvieren von Prüfungen, Stufensteigerungen oder Hauptszenarien, zu finden in der Inhaltssuche. Darüber hinaus gibt es noch die sogenannte aktuelle Agenda, die ihr über den Reiter Notizbücher findet und in der diverse Möglichkeiten zu finden sind, weitere Bonus-XP im Rahmen von Weeklies einzustreichen. Beispielsweise über Handwerk, zufällige Dungeons oder die Fates, also dynamische Events in der Spielwelt. Die Agenda könnt ihr schon ab Level 15 über eine Quest freischalten und stellt eine gute Zusatzquelle für XP beim Leveln dar, genauso übrigens wie Food, was euch immerhin köstliche 3% on top gewährt. Warum also nicht in den köstlichen Zitronenmuffin beißen und mitnehmen? Zu guter Letzt will ich mit dem abschließenden 10. Punkt noch kurz über die Story von Final Fantasy XIV sprechen und hier geht es im Grunde in eine ähnliche Richtung wie schon beim Kampfsystem. Mich persönlich hat die Story von A Realm Reborn nie so richtig abholen können. Trotzdem lohnt es sich, ungeachtet des eher gemächlichen Starts in die Narrative von Final Fantasy, schon früh zumindest bei den Hauptfiguren und Handlungen ein wenig aufzupassen, denn die Story ist dann insbesondere in den letzten beiden Add-ons für viele ein Hauptspielgrund und das alles andere als zu Unrecht. Die Geschichte nimmt mit den Erweiterungen unglaublich an Fahrt auf, sowohl was Tiefe als auch was Wendungen und Überraschungen angeht, hust er mit Selch hust. Daher ist es durchaus schlau, von vornherein ein wenig aufzupassen und schon mit A Realm Reborn für ein gutes Verständnis von zu sorgen, auch wenn es erstmal ziemlich langsam anrollt.
Gut, das waren sie also, meine persönlichen 10 Tipps für Neulinge, die ich bei meinem Start ins MMO gerne gewusst hätte. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch darüber hinaus noch einfällt und was Beginner unbedingt wissen sollten. Und wenn ihr Interesse habt, nach diesem Video mal ins MMO reinzuschauen oder jemanden aus eurem Umfeld zum Mitspielen nötigen wollt, wie man das als MMO-Spieler ja gerne mal so macht, findet ihr den Link zur Gratis-Testversion, wie erwähnt, in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und sehe euch beim nächsten Video, euer Endenburger.